Du, da hat so gerne keine Musik. Ja, ja. Aber es ist schön, dass ich dich sehe. Komm, ich ist also besser als das Mikrofon. Danke vielmals. And have you heard some music? I have heard some music, yeah, it's been wonderful, I love it. Frau Winneff, wir sind hier in deinem Ecke, Mappenzeller-Ländlerfest. Wir haben uns am Anfang der Sendung gesehen. Jetzt ist Abend, bist du auch noch am Spielen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Tolle Leute, tolle Musikanten. Was will man noch mehr? Wie sieht's aus mit der Kondition? Magst du noch? Aha, ja, das ist... Wenn ich Musik mache, dann bin ich eigentlich konditionell, würde ich jetzt sagen, huere gutes Weg. Fast 20 Jahre im OK gewesen, das Programm gemacht. Auf was hast du geschaut? Beim letzten Mal das Programm zusammenstellen. Gut, grundsätzlich habe ich nichts Grosses zu ändern vorgenommen. Wir haben eigentlich einfach immer einen bunten Mix von Innerschweizer Musik, Berner Musik und eben heute haben wir auch eine Alpengruppe von Wallis da gehabt. Und dann natürlich Appenzeller-Formation, etwa ein Drittel. Also ich habe nichts Grosses geändert. Was ich sicher anders sehe, ist, meine Formationen sind heute praktisch alle da gewesen. Wie lange spielst du jetzt noch in Nacht? Ja? Also da spielen wir jetzt bis um 12 Uhr. Von heute Mittag um 12 Uhr bis jetzt um 12 Uhr und dann von morgen um 11 Uhr bis am Abend um 7 Uhr. Dann noch, ja. Würdest du für uns auch noch ein Stückchen spielen, hier mit Waschecht? Ja, sehr gerne, ja. Hast du einen Wunsch? Ja, einfach alle ein bisschen Ruhe. Wäre das möglich? Alle, ja, selbstverständlich. Du meinst eine Runde für den René? Eine halbe Ruhe? Eine halbe Ruhe, genau. Also, machen wir euch bereit. Und wir sagen danke vielmals hier vom Ländlerfest Appenzell. Und wir bleiben noch ein bisschen im Festmodus, weil in zwei Wochen begrüße ich Sie dann live vom Eidgenössischen Volksmusikfest zu kommen. Und dann freue ich mich, wenn Sie dann auch wieder zuschauen und zulassen. Und jetzt gehen wir mit Waschecht noch einen halben Uhr. Ade miteinander.